herzlich willkommen, liebe Fallout 4 Freunde. Ich bin der Zap. Ja, machen wir weiter. Hi Valentine. Machen wir weiter mit der Suche von Kellogg, der wahrscheinlich unseren Sohn Sean hat. So vermutet es Valentine im Übrigen. Und der vielleicht auch unsere Frau auf dem Gewissen hat. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Ob wir hier weiter... Sensor meldet feindliche Präsenz. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Sensor, nämlich im Sensorhimmel. So. Oh, da ist aber noch einer. Ups. Hast du mich erschreckt? Ist noch einer hier? Nee, im Moment nicht. Hallo, da hinten. Ich sehe dich. Warte, ich halte mal die Luft an. Okay. Jetzt kannst du piepen, wie du willst. Warum stellt einer denn hier so eine Selbstschussanlage auf den Tisch? Der hat doch was zu verbergen, der das macht, oder? Sag mal hier. Ja. Nix. Nichts mehr drin. Aschenbecher. Der hat aber wahrscheinlich viel gequarzt, der Valentine, oder? Mal gucken. Ja, da geht's jetzt gleich weiter vielleicht. Was? Ja, die Pfanne brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Wir müssen ja jetzt nicht wirklich jeden kleinsten... Ne? Was machst du denn da? Jogging? Ah, hallo. Blümchen. Schreibtisch ist sonst leer. Aber dass das jetzt hier alles war, das kann ich ja gar nicht glauben. Ach, guck mal, da geht's hoch. Und hier... Kein Pömpel? Was ist denn da los? Kein Pömpel. Vorkriegsgeld. Na, gucken wir nochmal hier rein. Hier ist die Küche gewesen. So. Ah, guck mal da. Hi. Verdammt nochmal, ja. Verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Sehr schön. So viel Wissen ging verloren, als die Bomben fielen. Schön, ja, dass jemand versucht, das zurückzuholen. Ja, finde ich auch. 5% mehr kritischen Schaden, das ist toll. So, Valentine, was machen wir? Hier im Schrank ist nichts drin. Wir gehen mal eben nach oben, gucken, was da so ist. Der ist ja auch. Der Wildköter. Der ist ja auch.
Was auch so in 200 Jahren aus den Viechern geworden ist, oder? Eine Mutation. Naja, Fell ist nicht mehr viel übergeblieben. So, wo sind wir denn jetzt? Achso, jetzt sind wir hier oben auf dem Dach. Da kamen wir vorhin. Da kamen wir vorhin nicht hin, oder? Oder ich habe gar nicht richtig geguckt. Das kann natürlich sein, dass ich das hier übersehen habe und nicht richtig geguckt habe. Aber gehen wir weiter. Noch haben wir Valentine ja nicht gefunden. Ich verwechsel die beiden immer. Noch haben wir Kellogg ja nicht gefunden. Gut, ja, dann müssen wir mal weiter gucken. Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Was? Oh, Entschuldigung. So, hier entfernen wir uns eindeutig von unserem Ziel. Hier entfernen wir uns eindeutig. Was? Achso, du bist es. Erschreck mich doch nicht so. So. 19. 17. Wieder 19. Hier geht's nicht lang. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Eindeutig nicht. Vielleicht müssen wir ja darunter. Nee, darunter müssen wir bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Es muss doch hier irgendwo weitergehen. Das muss hier irgendwo weitergehen. Mal gucken. 18, 17. 16, 15, 14, 13, 12. Geht's hier weiter? 12, 10, 9, mal gucken, vielleicht muss ich ja in den Keller. Vielleicht geht's ja, was ist denn hier? Commonwealth, was ist hier? Zugekettet. Von der anderen Seite festgekettet. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Ich guck mal eben. Da muss es doch irgendwo was geben. So. Wie komme ich auf die andere Seite? Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. So, gehen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir hier ja die andere Seite, wo es festgekettet ist. Nee, finden wir auch nicht. Das finden wir hier auch nicht. Okay, gut. Dann müssen wir nochmal woanders gucken. Also es muss ja irgendwo weitergehen. So. 10, 9, da muss es weitergehen. Pass auf, dann gehen wir mal gucken. Der hat sich aber schön rar gemacht, der Kellogg, oder? Dann gehen wir mal eben gucken, ob wir hier nicht irgendwie runterkommen. Das muss ja irgendwie gehen. Das muss ja irgendwie gehen. Irgendwie muss das ja gehen. So. Hier kommen wir nicht runter. Kommen wir hier wieder runter? Sieht nicht so aus, oder? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir auch schon. 17, 16, 15, 14, 12, 11,
Aber hier schon? Weiß es nicht. An diesem Ort hier könnte eine Bombe hochgehen und niemand würde es bemerken. Ach was? Stimmt doch gar nicht. Jetzt entfernen wir uns wieder. Ja, aber da ist hier nicht die Tür mit der Kette gewesen? 16, 14. Ja, super. Ich laufe im Kreis. Kann das sein? Kann das sein, dass ich im Kreis laufe? Ich glaube ja. Es kann sein. Aufzug öffnen. Wir kommen nach oben. Wir kommen damit nach oben. Gut, dann fahren wir mal nach oben. Dann fahren wir mal nach oben. So, jetzt sind wir. Hallo. Jetzt sind wir hier. Das ist ja auch interessant, oder? Hier waren wir noch nicht. Das hier ist ein finsterer Ort. Ja, das stimmt. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Ist das so? Dann gehe ich wieder. Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Scheiße! Ja, Valentine, ich habe aufgepasst, du nicht. Was ist denn das für eine scheiß Falle überhaupt? Kann ich die deaktivieren? Ich habe die, glaube ich, ausgelöst mit dem Fuß, oder? Ich habe den mit dem Fuß ausgelöst. Genau. So, dann wollen wir mal gucken, wen oder was wir hier noch so haben. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Natürlich. Genau so ist das. Hallo? Sie müssen terminiert werden. Ja, das meine ich auch. Du sprichst mir aus der Seele, dass du terminiert werden musst. Das haben wir ja auch erledigt. So. Gibt's noch hier bis auf diesen Emaille-Eimer irgendwas Wertvolles? Da unten. Da unten scheint er zu sein. Siehe an, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Ich glaube, du meinst mich. Kann das sein? Sicherheitstür öffnen. Kann das sein, dass du mich meinst? Lieber Kellogg. Wieder eine Falle. Impulsgranaten. So. Das wäre es. Patronen. Und Kronkorken. Wer piept denn hier wieder? Schreibmaschine, lassen wir mal da stehen. So. Wir sind sehr nah dran, meine Freunde. Wir sind sehr nah dran. Valentine, komm mal ran hier. Hey, mal sehen, was ich tun kann. Du kannst mal hier wieder, ne, meinen Schrott nehmen. Nimm den mal. Gucken, wie viel du noch tragen kannst. Ja, nicht mehr. Okay. Ja, dann halt nicht. So, weiter geht's. Ja, wenn es nicht anders geht. Ja, es geht nicht anders. Entweder er oder ich war die Devise. Und ich habe mich für ihn entschieden.
So, was haben wir hier noch? Nix. Wenn wir das hier überleben, schulde ich dir einen Drink. Das ist eine gute Idee. Da sag ich doch nicht nein. So, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in die kritische Phase kommen. Mit unserem Kellogg. Und deswegen muss ich mal eben gucken, dass es mir mal ein bisschen besser geht wieder. Hilfsmittel. Bier wäre jetzt, glaube ich, nicht das Richtige. Aufbereitetes Wasser. Ich würde ganz gerne meine Radioaktivität noch ein bisschen, aber dafür jetzt noch einen kompletten. Das ist auch zu viel. Und deswegen. Die muss ich alle noch zubereiten, die. So. Mal eben ein Wasser trinken. Dann geht's mir wieder einigermaßen gut. So. Und los geht's. Ich glaube ja, jetzt. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Ja, jetzt kriegst du Schiss, oder? Dass ich's bis hierhin geschafft habe. Ich glaube. So, los geht's. Dann wollen wir mal schauen, was Kellogg zu sagen hat. Aber er hat ja jetzt eigentlich schon durch seine Äußerung indirekt zugegeben, dass es war. Ja, so würde sich ja keiner verhalten, der nichts zu verbergen hat, wisst ihr? So würde sich ja keiner verhalten. Ich dachte, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. So kann man sich irren. So kann man sich irren. Wer oder was auch immer sie sind, ich weiß, dass sie... Ja, jetzt... Was ist denn da los? Jetzt weiß es nicht mehr. Level up, yeah. So, das waren die. Was liegt denn hier noch rum? Aha. Ich muss ein bisschen haushalten mit dem, was ich einsammle. Weil Valentine kann jetzt nicht mehr so viel tragen. Aber Kronkorken gehen immer. Wie das hier aussieht. Hey, hättest du denn nicht mal aufräumen können? In der ganzen Zeit? Es gibt offenbar Leute, die ihr Leben lang am liebsten im Keller wohnen würden. Ja, das stimmt. Solche Leute soll es geben. So, war hier noch was? Bis auf den Stuhl? Nee. So, also... Hier habe ich alles. Ich möchte die Fusionszellen nicht übersehen, wisst ihr? Weil ich finde die Waffe ziemlich geil. So. Wo gehen wir denn jetzt lang? Sturmgewehr brauchen wir nicht. Vakuumrohre weiß nicht. Nehmen wir mal mit. Überall lässt der hier seine Kippen liegen. Der Kellogg. Überall lässt er hier seine Kippen liegen. So, gehen wir geradeaus oder gehen wir mal eben hier rein? Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Du kriegst Schiss, oder? Kann das sein, dass du Schiss kriegst? Hier geht's gar nicht weiter. Hey, ich will hier rein. Spinn's wohl. Geht's hier rein? Nee.
Ja, dann geht's halt hier weiter. In der Kommandozentrale. Der hat aber schöne Betten hier. Guck mal hier. Hat der überall Muni. Überall Muni. Zigaretten natürlich wieder. Da auch. Ja. Was haben wir denn hier? Terminal, entsperren, Experte. Hey, Nick. Hey, ich bin ganz Ohr. Mach mal hier, Terminal. Das schaffe ich nicht zu hacken. Schaffst du das? Nee. Kannst du das Terminal entsperren? Gern doch. Mach mal, mach mal, mach. Die Steuerung bei dieser... Das ist mal eine ernstzunehmende Sicherung. Dann wollen wir mal sehen. Ja. Das auch nicht. Verflixt. Zu gut gesichert. Ja. Und du? Ey, du bist auch für nichts zu gebrauchen, Valentine. Komm. Hey, wie sieht der Plan aus? Versuch nochmal. Sieh mal, was du tun kannst. Na klar doch. Tut mir leid, Boss. Der übersteigt mein Können. Das ist ja super, Nick. Sehr toll. Und nun komme ich da nicht rein. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Ja. Jetzt komme ich da nicht rein. Nur weil du das nicht hacken kannst. Soll ich das mal versuchen? Was ist denn da drin? Sehe ich da, was da drin ist? Da. Und da ist was drin. Ach, ich will da nicht rein. Ich glaube, ich will da nicht rein. So. Wo geht's denn weiter? Ah. Ups, schön. Ja. Kontakt festgestellt. Genau. Da. Dein Begräbnis. Extremität beschädigt. Ey. Ich schwitze ja nicht mal. Also der nicht, dass das eine Option wäre. Der schießt noch, wenn er auf dem Boden liegt, der Sack. Der schießt noch, wenn er auf dem Boden liegt. Damit. Da draußen ist es da. Na los, hör auf. Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Da, das glaube ich auch. Ja, jetzt gehen wir mal hier rein. Ah, ein Fusionskern. Sehr schön. Ein Fusionskern. Bleib wachsam. Ja, natürlich. Vielleicht hat er einen Hinterhalt geplant. Ja, es kann gut sein, dass hier wieder Minen ausgelegt sind. Minen. Ich sammle mal im Moment nicht so viel Schrott ein. Wisst ihr? Ich kann nämlich nicht so viel tragen. Nur noch das Gute sammle ich ein. Nur noch das Gute. Werkzeugkasten. Was haben wir denn da drin? So. Cool. Kronkorken. Einen verstellbaren Schraubenschlüssel, den kannst du behalten. Der liegt nämlich hier auch noch. Den will ich da auch nicht haben. So. Putzmittel mitnehmen. Fertig.
So, dann waren wir hier. So. Wellenteilen, was meinst du? Wir kommen der Sache näher, oder? Aha. Was haben wir hier noch? Mein Gott, wie verzweigt das hier alles ist. Wie verzweigt das hier alles ist. Was haben wir hier? Gateway. Sehr schön. Sehr schön. So. Komm, wir gehen mal. Da geht's gleich weiter wahrscheinlich. Wir gehen mal hier gucken. Hier ist die Kantine gewesen. Kann das sein? Kann das sein, dass hier die Kantine war? Boah, was hier alles rumsteht. Was hier alles rumsteht. Dinner Table. Aha. Aber nichts, was wir toll finden. Nichts, was wir irgendwie toll finden. Ah, eine Wackelpuppe. Perfekt. Du hältst 25% kritischen Schaden mit Energiewaffen. Yeah. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? Eine leere Milchflasche. Natürlich. Wie kann es auch anders sein? Brotkasten. Bewegung entdeckt. Seltsam. Och. Wo? Wo? Ofenhandschuh. Ich muss unbedingt nur... Da. Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Alles in Ordnung? Ja, bei mir ja. Bei dir? Bei mir ist alles prima. Warte, ich geh mal eben hin, bevor ich vergesse, die zu looten. Oh, einen Schlagschock hat er mit. Ich bin begeistert. So, und hier war noch einer. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Ja, sag ich ja. Mein Reden. So, und jetzt mal eben noch mal hier gucken, was hier noch war. Hier war noch nämlich eine Kammer. Ob in der Kammer noch was war. Ist das eigentlich zu langweilig für euch, wenn ich hier stundenlang suche? Oh. Suppi. So. Wie schön. Splittergranaten und Splittermine. Sehr schön. Aber mit den Minen haben wir ja schon blöde Erfahrungen gemacht. War das jetzt hier alles? Ja. Mit den Minen haben wir ja schon blöde Erfahrungen gemacht, weil diese Todeskralle in dem Zaubermuseum ja da überhaupt nicht drauf reagieren wollte. Das blöde Vieh. So, pass auf, gehen wir jetzt hier runter nochmal eben? Oder gehen wir nochmal hier rein? Man weiß es nicht. Beides ist toll. Ach, hi. Hi. Lass mich mal eben dahin, bitte. Passwort zur Waffenkammer. Aha, nicht schlecht. Passwort zur Waffenkammer. Das ist cool. Wo ist denn die Waffenkammer? Und warum stellt einer hier eine Leiter dagegen? Fragen über Fragen. Ein altes Militär vor. Kein schlechtes Haus. Ist da jemand anwesend? Gut bewacht. Oh. Hey, lass mich mal weg hier. Wo sind sie hin? Ach da. Mal Wellenteilen. Du musst dich nicht immer in meine Schussbahn stellen. So bekommt man
man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Ja. Du musst dich nicht immer in meine Schussbahn stellen. Ja? Dann passiert nämlich das, dass ich dich anschieße. Und das findest du doch nicht toll. Was hat er noch? Sündrüstung. Sollen wir mal mit einer Sündrüstung? Harnisch? Helm? Jetzt haben wir eine komplette Sündrüstung. Und ich kann nichts mehr tragen. Das war natürlich klar. So, pass mal auf. Sollen wir uns mal die komplette Sündrüstung anziehen? Das könnten wir mal machen, oder? Die hat 12 mehr. Sündrüstung, Helm, rechter Arm, linker Arm. Lederkombi ziehen wir aus. Lederrüstung, Reiterrüstung. Rechter Arm, rechtes Bein. So. Aha. Das sieht toll aus, finde ich. Das finde ich toll. Also lassen wir die Lederkombi an. Ja, so ist besser. So ist das besser. Lass mich mal eben gucken. So. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. So rennen wir jetzt mal rum, würde ich sagen. Okay. So. Los geht's. Nee, weiter geht's. So, da war nix. Ach so, ich kann immer noch nicht. Ich muss mal irgendwie einen Scheiß loswerden. Wartet mal eben. Ich muss mal irgendwie einen Scheiß loswerden. So ein bisschen Schrott. So, was haben wir denn da? Warte mal, sortieren nach Gewicht. So. Hatte ich nicht nach sortieren nach Gewicht? Jetzt habe ich sortieren nach Gewicht. War auch nicht so richtig toll. Naja, okay. Also, was legen wir denn ab? So ein Abraxo-Klemmbrett. Putzmittel, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Benzinkanister nehmen wir mit. Besen sind blöd. Brotkasten wollen wir auch nicht. Kaffeetasse. Eimer. Das sind alles nur kleine Sachen. Bis auf diese Batterie, die wiegt natürlich einiges. Die Schaltplatten, die wiegen auch einiges. Weinflasche. Ölkanister, der wiegt auch einiges. Aber der hat zwei Öl halt. Ja? Der hat halt zwei Öl. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich bin ja hier in der Kantine. Da könnten wir ja. Den ganzen Kram wieder mitnehmen. Und hier reinlegen. Das könnten wir ja machen. Dann räumen wir den Emaille-Eimer auch gleich mit weg. So. Ja. Da müssen wir uns nur nachher daran erinnern, dass wir die Sachen alle hier reingelegt haben. Diverses Schrott. So, holen wir den ganzen Schrott mal hier rein. So.
Okay, los geht's. Müssen wir uns nur nachher dran erinnern, wenn wir wieder gehen, dass da hinten rechts, dass wir das da reingelegt haben. So, weiter geht's. Jetzt. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Ich glaube, so langsam kriegt er Schiss, oder? So langsam kriegt er Schiss. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Es können nicht viele von sich behaupten. Gute Idee von dir. Ich glaube, ich nehme sie nicht wahr. Deine Idee. Passport zur Waffenkammer. Okay. Ich habe ja dieses Passwort. Sicherheitssteuerung. Tür öffnen. Okay. Gut. Wir sind in der Waffenkammer, meine Freunde. Wer piept denn hier die ganze Zeit? Okay. So, gucken wir mal, was da drin ist. Na? So. Geschafft. Ja, ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Jetzt guckt euch das mal an. Was ist denn hier? Eine Fatman ist hier noch. Und noch. Boah. Die nehme ich natürlich mit. Die Mini-Atombombe auch. Fusionszellen. Selbstziel. Eine Laserpistole. Ich bin begeistert. Wir müssen unbedingt. Wir müssen unbedingt die Sachen gleich nochmal eben wegbringen. Weil ich bin schon wieder überladen. Durch die Fatman natürlich. Das ist natürlich super. Mal gucken, was wir hier noch haben. Oh. So. Ja. Kronkorken, Skalpell, Superkleber. Wir müssen die Sachen gleich nochmal wegbringen. War das jetzt alles? Ich glaube ja. Das war alles hier. Okay. Was denn? So, hier kam ich her, oder? Wir sind fast da. Ich rieche schon die Zigarren dieses alten Söldners. Ja, aber ich bringe noch mal eben kurz. Verdammt, nichts gefunden. Was schießt denn da wie blöd? Ich wollte nur eben noch mal eben meine Sachen wegbringen. In die Kantine. Die neuen. Ach, guck mal. Habe ich auch übersehen. Eben kurz in die Kantine bringen meine Sachen. Und. Dann. Haben sich wohl anders überlegt und sind geflohen. Ja, glaube ich auch. So, hier nochmal eben reinlegen. So, was haben wir denn jetzt? Meine Waffen. 10mm Pistole, das ist die Fatman.
So, Machete brauche ich jetzt auch gerade nicht. Den Raketenwerfer, den brauche ich jetzt gerade auch nicht. Den lege ich mal da rein. Eine Vorschlaghammer kann ich auch nicht gebrauchen. Schlagstock. So, diese selbstzielende automatische, die gucke ich mir mal später an. Die lege ich noch mal da rein. Und das lege ich auch da rein. So. Okay. Dann die Kleider. Lederrüstung, rechtes Bein, linkes Bein. Das war jetzt falsch. Das brauche ich bitte wieder. Lederrüstung, rechtes Bein, linkes Bein, weil damit rüste ich mich gleich nochmal aus. So. Aber das brauche ich nicht. Und dieser verblasste Trenchcoat, den können wir uns auch, ne? So, diverses. Okay, das kann alles bleiben. Schrott, das brauchen wir auch nicht. Diese Mods, glaube ich, die kann ich auch ablegen, oder? Obwohl die jetzt nicht so ins Gewicht fallen. Aber diese Mini-Atombombe, aber die haben überhaupt auch kein Gewicht, seht ihr? Die haben, also Munition hat kein Gewicht. Okay. Gut. So. Okay, einmal speichern. So, dann haben wir das da reingelegt. Das müssen wir nur nachher wieder abholen. Aber ich weiß, ups, ich bin falsch gelaufen. Aber ich weiß ja, wo ich es hingelegt habe. So. Dürfen wir nur nicht vergessen. So, jetzt aber. Irgendeiner hatte hier noch rumgeballert. Da mache ich doch mit. So. Hier war das. Da. Hör auf damit. So, meine Freunde, wir stehen kurz davor. Unten sehen wir, dass da noch irgendwo einer steht. Wir stehen kurz vor dem Besuch von Kellogg. So habe ich es im Gefühl. Aber erst in der nächsten Folge werden wir ihn besuchen und dann zur Rede stellen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann... Was piept hier? Egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder drückt auf den Abo-Button. Bis dann, euer Zapp.